Mit Speck fängt man Mäuse. Alte Weisheiten sind in Traditionsbranchen wie dem deutschen Maschinenbau absolut gültig, deutlich zu erkennen auf der METAF in Düsseldorf. Auf der Messe für das weite Feld der Werkzeugmaschinen locken Unternehmen mit den unterschiedlichsten Mitteln, damit das Gespräch mit interessierten Jugendlichen zustande kommt. Der Nachwuchsmangel ist schon aufgrund dieser Tatsache nicht mehr zu leugnen. Wir brauchen Leute, die technisches Interesse haben, Spaß an ihrem Job empfinden. Noten gucken wir auch drauf, klar, ist ein Auswahlkriterium, aber das technische Interesse, die Motivation, seinen Job zu lernen und ihn gut zu machen, das ist wichtig für uns. Dabei bieten sich im Bereich Maschinenbau oder Mechatronik derzeit echte Karrierechancen. Gute Schulabsolventen können sich ihren Ausbildungsbetrieb beinahe aussuchen. Die Karrierechancen sind nach Lehre oder Studium beinahe unbegrenzt, je nach eigenem Ziel und eigenem Ehrgeiz. David Neuber zeigt und erzählt auf der Messe, wie er sein Studium parallel zur Mechatronikerlehre meistert. Seine Bereitschaft, zeitlich hohe Belastungen auf sich zu nehmen und motiviert an seiner Karriere zu arbeiten, dürfte seinem Arbeitgeber gut gefallen. Für ihn natürlich ein Vorteil. Spart ein Jahr Zeit, also wenn man beides hintereinander machen würde. Man hat über das ganze Studium hinweg ein Praktikum, einmal durch die Lehre praktisch und dann auch nochmal während des Hauptstudiums als Werkstudent. Das heißt, man kann nach dem Studium direkt schon Berufserfahrung vorweisen und Arbeitserfahrung in dem Bereich. Das macht bei der Bewerbung viel her. Und das sind alles die ganzen Vorteile, die sich daraus ergeben, die steigern die Motivation so weit, dass man auch durch die harten Zeiten durchkommt. Die Maschinenbauer Powerjobs haben laut Arbeitgeber und Branchenverbänden das Potenzial, schnell auch zur Power-Karriere zu werden. Gute Bezahlung und überhaupt gute Bedingungen sollten eigentlich Azubis locken. Das Image von schmutzigen Händen müsse aber wohl zuerst raus aus den Köpfen.